Arr, ihr Landratten, packt euren Rum in eure Kajüte und dann rafft die Segel. Nein, ihr seid hier nicht falsch. Nein, es geht nicht um Fluch der Karibik. Es geht um Ailstorm. Ja, genauer gesagt um das Album Black Sails at Midnight. Der ist. Erstmal hier. Album, also das Album, die DVD mit dem Live-Auftritt vom Wacken 2008. Also bisschen wie so eine Münze oder sowas aufgemacht. Sieht echt gut aus. Mit Booklet, klar. Die Texte drin. Paar Zeichnungen. Hier die Band. Also, so sehen sie aus. Falls sie irgendwie mal über den Weg laufen sollten, dann wisst ihr jetzt, wer es ist. So, jetzt habt ihr schon mal das Digipack gesehen. Ja, ist auch eines der wenigen Digipacks, also zumindest bei der Musik, eines der wenigen Digipacks mit Schuber. Muss man auch mal rausstellen. Ja, Black Sails at Midnight ist das zweite Album von Ailstorm. Wer Ailstorm nicht kennt, das ist eine schottische Band, die hat sich 2004 gegründet. Kommt aus Perth, wenn ich mich nicht irre. Und ihr Musikrichtung offiziell Power Metal, Folk Metal. Aber selbst in ihrer Musikrichtung Scottish Pirate Metal, wie man ja auch schon sieht hier, am Piraten auf dem Cover. Ja, die machen halt Piraten Metal mit allem, was dazugehört. Manche sagen, klingt wie Running Wild mit einem Fass rum. Andere sagen, klingt wie eine Mischung aus Metal und dem Soundtrack von Fluch der Karibik. Ja, und ich würde sagen, das passt auch. Also kommen wir erstmal zur DVD. Ist halt, wie gesagt, Live-Auftritt beim Wacken 2008. Mich haben sie nicht wirklich überzeugt. Ich weiß nicht, ob es an der Kameraführung lag. Auf jeden Fall, Stimmung ließ sich kaum einfangen. Die Band schien eine Bühnenpräsenz zu haben wie ein Toaster. Also wirklich, ja, fast nix. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich war nicht beim Auftritt dabei, ich habe die leider noch nie live gesehen. Wobei, wenn ich mir die Aufnahmen vom Wacken angucke, weiß ich auch gar nicht, ob ich das überhaupt will. Das ist wirklich, sie spielen gut. So ist es nicht. Aber Stimmung ist was anderes. Na, auf jeden Fall sind da die, spielen sie die Lieder von ihrem ersten Album, Captain Morgan's Revenge. Und unter anderem halt Over the Seas. Gut, sagt natürlich jetzt den meisten nichts. Am besten mal googeln. Nicht googeln. Ja, gut, kann man auch googeln. Aber ihr könnt einfach hier auf YouTube einfach mal Ailstorm eingeben. Kriegt ihr Musik von denen. Unter anderem halt auch die Sachen, die da live gespielt wurden. Over the Seas, Huntmaster, Death Before the Mast, Nancy the Tavern Wench, Set Sail and Conquer, Wenches and Meat und Captain Morgan's Revenge. Wie gesagt, haben sie beim Wacken gespielt.
Dass die Stimmung nicht so gut war, könnte vielleicht auch daran liegen, dass das Ganze über Tag war, der Auftritt. Ich weiß es wirklich nicht. Die Bildqualität ist jetzt auch nicht so gut. DVD würde ich, ja, mit Wohlwollen 4, also wegen der wirklich guten Musik, 4 von 10 Punkten geben. Ja, ist wirklich nicht doll. Als Gimmick ganz nett, aber nur wegen dem Auftritt würde ich mir jetzt nicht holen. Würde ich sagen, kommen wir zur CD. Da gehe ich jetzt auch mal ein bisschen näher auf die Lieder ein. Haben wir als erstes The Quest. The Quest geht halt um eine Suche nach einem Schatz. Halt die altbekannte Piratenromantik. Schatz suchen, der Marine entkommen und das ganze Zeug halt. Das zweite Lied wäre ein Leviathan. Geht's natürlich. Oh Wunder, um den Leviathan. Den wollen sie jagen. Und der Leviathan tötet alle. Und beim dritten, ja, irgendwie, ich will vermuten, dass es um Schnaps geht. The Famous Old Spice. Eigentlich ist Spice Gewürz, aber ich denke mal, dass das in dem Zusammenhang eher ein guter oder ein gut gereifter Cognac oder was weiß ich nicht, Rum, ja, ich denke mal eher Rum sein dürfte. Keelhold hat an einem Captain nicht zugestimmt und was macht man mit dem? Natürlich, man fesselt ihn und lässt den Kiel holen. Also zieht ihn unterm Boot her. Wird da besungen. Nächste ist To the End of Our Days. Das ist meines Wissens nach die erste Ballade von Alistair. Also ganz ehrlich, das ist meiner Meinung nach eines der besten Abschiedslieder überhaupt. Besser als dieses ganze Standardzeug. Green Day, Good Riddance, wird hier aufgenommen oder auch Time of My Life, aber meiner Meinung nach ist das eindeutig das beste Abschiedslied überhaupt. Geht halt darum, ja, Freunde sind alle weg, aber man wird sich im Tod wiedersehen. Ja. Dann natürlich das Lied, nachdem auch das Album benannt ist, Black Sails at Midnight. Schwarze Segel um Mitternacht. Natürlich Piraten, Raub, Mord, alles was dazugehört. Dann No Quarters, ein Instrumentalstück, hört sich aber auch sehr gut an. Dann 8, der Pirate Song, da habe ich jetzt schon wieder vergessen, worum es geht. Aber kann man sich auch ruhig anhören. Chronicles of Vengeance geht es halt um die Verfolgung, um Verfolgung, Rache und Wolves of the Sea geht es halt darum, ja, sind die Wölfe der See, überfallen alle. Werde ich mal gucken, ob ich noch ein bisschen was aus den Liedern zusammenschneiden kann. Was dann hier dran hängt. Ja, die CD kriegt von mir auf jeden Fall 10 von 10 Punkten. Also, im Durchschnitt macht das Ganze dann 7 Punkte. Nein. Jetzt müsste man rechnen können. 7 Punkte, 7 von 10 Punkten. Ja, ich glaube gar nicht so falsch. Auf jeden Fall, wer dem Metal nicht abgeneigt ist, der sollte sich das Ganze ruhig mal anhören. Und sich auch ruhig das Album kaufen. Meiner Meinung nach kein Fehlgriff. Insofern hoffe ich mal, dass es euch jetzt nicht zu seltsam vorkommt, mal was anderes zu hören. Man sieht sich, man hört sich, wie auch immer, euer Herzog.